Ja, meine lieben Freunde, neue Runde 7 Days to Die auf dem PC. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute mal was ganz Besonderes, und zwar haben wir keine 5er oder 6er Quest. Ich habe mich für eine 4er Quest entschieden. Und zwar hatte der Thomas ja in die Kommentare geschrieben, dass er gerne mal sehen würde, wie ich eine 2er oder 3er Quest tatsächlich mache. Mit Unterhebelgewehr und Scharfschützengewehr. Ich dachte mir, komm, Stromzufuhr haben wir selten gemacht. Ich glaube ein, zwei Mal vielleicht maximal. Und ich dachte, komm, machen wir ein bisschen was Spannendes, was in der Nacht natürlich, Stromzufuhr kann man nur nachts herstellen. Und bevor wir da jetzt reingehen, noch ein paar Infos. Also wie gesagt, ihr seht, ich habe das Scharfschützengewehr dabei und das Unterhebelgewehr auch entsprechend. Und bevor wir jetzt reingehen, wollte ich euch nochmal schnell was zu den verschiedenen Munitionen sagen. Also ich habe hier verschiedene Munitionen auch dabei, seht ihr ja. Und am besten ist, wir fangen beim Scharfschützengewehr an. Da ist jetzt die normale Munition drinne. Da haben wir insgesamt einen Fernkampfschaden von 166,5. So, wenn wir jetzt mit R gedrückt halten, ganz wichtig, aber ich bringe zu der Munitionarten sowieso nochmal ein eigenes Video raus, können wir quasi die verschiedenen Munitionsarten auswählen. Und wenn wir zum Beispiel die HI-Power-Munition nehmen, sehen wir gleich, dass wir hier entsprechend 174,80 Fernkampfschaden haben. Das ist eine Steigerung von 8,3. Ist ganz okay, denke ich. Die stärkste Munition jedoch bleibt die panzerbrechende Munition. Und zwar haben wir hier einen Schaden von 183,1. Auch wieder plus 8,3. Also ihr seht, bei dem Scharfschützengewehr ist es so, dass sich je nach Patronenart der Schaden um 8,3 erhöht. Punkte, also Schadenspunkte, je nachdem, wie man es sehen will. So, bei dem Unterhebelgewehr ist es tatsächlich so, wir haben 125,7 Schaden. Und jetzt passiert was Witziges. Wir machen die HE-Munition rein und sehen auch hier, dass wir 134 haben, was auch wiederum eine Steigerung des Schadens um 8,3 ist, also plus 8,3 Schaden. Und wenn wir jetzt hier auch wieder die Panzer brechen, also die stärkste Munition im Spiel, reinmachen, haben wir hier ein Damage von 142,03. Was auch wiederum eine Steigerung von 8,3 ist. Das heißt, das Gewehr oder die Gewehre, die wir jetzt geladen haben, erhöht sich der Schaden der Munition um 8,3. Also von der, sag ich mal, einfachsten Munition, also diese Standardmunition, auf die HI-Munition um 8,3 und von der HI-Power-Munition auf die panzerbrechende Munition sind auch nochmal 8,3 mehr Schaden. Wusste ich jetzt auch so nicht. Ich habe mir das aufgeschrieben, damit ich da jetzt hier nicht so lange hin und her irgendwie switchen muss und rechnen muss. Deswegen habe ich mir das im Vorfeld mal aufgeschrieben und fand das doch sehr beeindruckend. Aber gut, es ist Nacht und wir haben auch nicht ganz so viel Zeit, die Quest hier zu machen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und schauen mal, was uns hier erwartet. Also ich hätte vielleicht, einen Schalldämpfer anbringen sollen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier einen dran habe. Nee, habe ich auch nicht. Also ich habe mich tatsächlich für die Variante entschieden, mehr Munition, also Magazinvergrößerungskit, Vollautomatik, mal zwei Sichtbereich und diesen Strahlungsentferner. Das ist halt für diese krass verstrahlten Zombies super. Und hier halt ähnlich, ne? Also hier können wir keine Magazinerweiterung anbringen. Hier habe ich eine Mündungsbremse, Strahlungsentfernungsmod, Handgriff und leben sie letztendlich, ne? Also dass die dann auch nicht gleich weiter tingeln können. Okay, ich bin ein bisschen enttäuscht. Okay, ich muss nachladen, auch nicht besser. So, wir müssen hier einen Generator, also wir müssen säubern. Ups. Und einen Generator bedienen. Das heißt, wir gehen erstmal hier hoch. Ach Mann. Kommen die hier von überall. Tatsächlich dachte ich auch, dass dieses Unterhebelgewehr wirklich sehr stark ist. Aber so stark ist es gar nicht. Da brauche ich tatsächlich mehrere Schuss. Da ist ja fast die Machete besser. Hatte ich besser in Erinnerung? Ist irgendwie doch nicht so geil, das Gewehr. Was machst du? Oh.
Vor allem hat es halt wenig Schuss, das heißt, ich muss es regelmäßig nachladen. Okay, nachdem wahrscheinlich von der Entfernung, wie dicht man da dran steht. Oh, gucken wir mal noch höher. Ey, die fallen ja alle von der Decke, was soll denn das? Ach nein. So. Ich denke, dass die Quest relativ schnell erledigt sein wird. Sind hier noch was? Nee. Oh Gott. Ja, das ist immer. Eine Bullet ist da immer zu wenig gefühlt. Also bei der Quest kriege ich ordentlich einen auf die Jacke. Aber man muss halt hier auch sehr genau schießen mit dem Teil. So, hier haben wir auch alles. Wie gesagt, wir müssen uns ein bisschen sputen, weil die Quest müssen wir ja quasi in der Nacht oder während der Nacht ja fertig kriegen. Warum sieht das schon wieder bei mir so aus, wie das aussieht, von der Gesundheit her? Ein absolutes Rückgrund. Oh Gott, ich fall wieder alle runter, ne? Nein, ich fall runter und bin tot! Ei! Ja gut, die sind jetzt oben, ich bin hier unten, das ist schlecht. Aber ich denke, wir können es hier auch einfach hochbauen. Nehme ich jetzt mal an. In der Hoffnung, dass die Zombies da oben auf uns warten. Und nicht schon probieren, eigenmächtig uns zu finden. Weil sonst werden wir die Quest wahrscheinlich nie fertig kriegen. Aber ist gut, während wir uns hier hochbauen, können wir uns auch ein bisschen heilen. Ja. Hallo, wo seid ihr? Ey! Nicht abhauen. Was soll denn das? Gut, also die sind scheinbar wirklich schon abgehauen. Ist nicht schlimm. Wir werden jetzt hier den Generator anwerfen. Ist das der Generator? Ach, tatsächlich. Das dauert ein bisschen. Ah, das fängt dann immer wieder von neuem an. Okay, verstehe. Wir laden einfach mal nach. Egal. Incoming enemies, prepare for conflict. Weiß gar nicht, die anderen Zombies müssen wir jetzt auch mal langsam hinkommen. Ja. Kommt einer noch? So. Wir haben es aber immer noch nicht gesäubert. Also irgendwo springt tatsächlich noch ein Zombie rum. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kommt der, wenn wir diesen Generator anwerfen. Dauert jetzt ein bisschen, 20 Sekunden. Aber das fand ich sehr interessant tatsächlich, mit diesen 8,3 Punkten Schaden mehr quasi. Das war mir so gar nicht bewusst. Ich spiele eigentlich immer mit der Standardmunition tatsächlich. Weil die andere musste herstellen, da musste man hin und her switchen. Immer ein bisschen nervig. So, wir haben Strom angestellt. Aber irgendwo fehlen uns noch ein paar Leutchen. Wahrscheinlich hier. Das Ding lade ich vielleicht auch mal nach. So, Endloot einpacken. Und dann wird uns auf der Karte angezeigt, oder hier, letztendlich, ja, wie man das nennen will in diesem Interface, wo die letzten Zombies auf uns warten. Da gehen wir dann auch gleich hin. Dietrich haben wir genug, also wie gesagt, die Kiste kann sie sträuben, wie sie will. Die kriegen wir auf jeden Fall auf. So, da haben wir wieder das Hörspuch. Also jagen letztendlich. Also man muss dazu sagen, wir haben jetzt vielleicht noch, ein bisschen Zeit haben wir noch.
Ich habe ja auch den Präzisionsschützen habe ich ja ganz hoch gemacht. Also das ist ja quasi die Skillung für letztendlich das Scharfschützengewehr oder für die Gewehre. Und ich weiß gar nicht, büchertechnisch müsste das. Da gibt es auch irgendwie. Gibt es da nicht irgendwie was? Muss ich euch wahrscheinlich nachreichen. Das ist ja hier automatische Waffen. Das ist ja Magnum-Vollstrecker, High Noon. Sind eigentlich die 9mm, genau. Schrotflinte ist logisch. Schrotflinte. Scharfschütze, hier ist es. Genau. Da sind die Gewehre. Ja, da kann man dann auch entsprechend fertige alles an 7,62 Munition, also alle Waffen, die diese Munition letztendlich benutzen, werden durch Lesen der Scharfschützenbücher nochmal gelevelt. Also das heißt, wir haben da wirklich ganz viel, ja, also nicht nur das Geskillte, sondern auch die Bücher haben wir. Also eigentlich müssten wir schon ordentlich Damage hier machen. So, und wo soll ich hier jetzt noch was sagen? My senses have picked up something. Komm her, Hübscher. Oh, das ist ungünstig. So. Die haben wir auch. Perfekt. Ja, die. Ich weiß nicht, ob ich hier diese ganzen Dinger überhaupt looten soll. Entweder ist da eh nur Papier drin oder irgendwas, was wir halt, wie gesagt, nicht brauchen. Aber, wurde ja auch gefragt, ob ich nochmal so ein Tutorial mache. Also ich werde das nochmal aufgreifen mit den ganzen Munitionsarten auf jeden Fall. Wo ich das letztendlich nochmal anspreche. Und da wird dann auch die Shotgun dabei sein. Bei der Pistole, also die Pistolenmunition wird sich wahrscheinlich ähnlich verhalten. Also dass die panzerbrechende Munition auch da die beste ist. Ich meine, warte mal, wie weit sind wir denn weg von der Basis? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Zum Trader kann ich eh nicht fahren. Ja, Hilfe. Jetzt wäre ich auch noch von einer Mücke angegriffen. Da müssen wir mal schauen. Aber wie gesagt, also das ist eigentlich so. Diese weiten Zoom zum Beispiel am Scharfschützengewehr kann ich gar nicht empfehlen. Finde ich persönlich zu krass den Zoom. Weil ganz ehrlich, was bringt mir das, wenn ich jetzt hier einen Zombie habe, der, was weiß ich, keine Ahnung, 500 Meter von mir entfernt ist, den zu töten. Ich brauche ja meistens eher was aus der, auf die nahe Distanz, ne? Deswegen finde ich das immer so ein bisschen albern. Aber wenn man natürlich irgendwo im Wald chillt und vielleicht was jagen möchte, ist das bestimmt nicht verkehrt. Aber ich finde den achtfachen Zoom einfach zu krass. Also das ist ja wirklich, kannst du von einer Stadt in die nächste quasi gucken, gefühlt. Das ist auf jeden Fall ein bisschen krass viel. Wir können jetzt natürlich nochmal schauen. Weil es ja, wie gesagt, jetzt so vielleicht so ein bisschen leichtes Tutorial sein soll. Wenn ich uns da die Munition, die wir angesprochen haben, dass wir uns das vielleicht nochmal angucken, was man letztendlich dafür braucht zum Herstellen. Ich hoffe, ich komme jetzt auch hier einigermaßen ungeschadet in die Basis. Weil wir, ja, können ja einfach den Weg lang fahren. Oh cool, dann können wir vielleicht mal durch die Garagedüsen, die wir gebaut haben. Die nutzen wir ja so selten. Wenn wir jetzt noch hier hochkommen. Hallo, warum funktioniert das nicht? Na gut, kann ich mir nur vorstellen, dass das Benzin leer ist. Habe ich denn hier Benzin dabei? Ach cool, ich habe 39 Benzin gefunden. Dann müssen wir mal gucken, ob es vielleicht wirklich hoffentlich nur am Benzin liegt. Ja. Einschalten. Schon geht das Ganze auf. Eigentlich können wir das Licht ja auch brennen lassen. Ist auch alles dunkel, ne? Der andere Generator scheint auch leer zu sein. Ich wollte es derzeit schon mit Solar aufwerten, dass wir da dauerhaft, dauerhaft Strom haben und nicht auf Benzin angewiesen sind. So, wir gehen mal zur Werkbank. Oder laden wir das mal aus? Na, ist egal. So viel haben wir auch gar nicht jetzt bekommen. Also, wir können ja schon mal schauen. Wo habe ich denn den ganzen Quatsch? Hier war was zum Herstellen von Munition. Also, ich weiß, dass ich in der anderen Basis ganz viel habe zum Herstellen von Munition. Wenn ich bis wir da mal kurz rüberlaufen. Aber ich dachte, ehrlich gesagt, hier in irgendeiner Kiste habe ich bestimmt auch was rumfliegen.
Warte mal. Wir haben bestimmt hier Munition. Ne, haben wir auch nicht. Gut. Haben wir hier was drin? Ja, hier sind schon mal Hülsen. Das ist gut. Dann brauchen wir jetzt nur noch Schießpulver. Reicht irgendwie nur ein, so ein Päckchen aufmachen. So, also, wir haben natürlich die Möglichkeit, wieder verschiedene Munitionsarten herzustellen. Wir schauen jetzt einfach mal nach der 7,62 Munition. Da gibt es ja, wie gesagt, drei Stück. Das ist die normale. Da braucht man letztendlich eine Geschossspitze, eine Patronenhülse, drei Schießpulver. Wenn man das Ganze natürlich in Kisten macht, was natürlich sinnvoller ist, spart man sich halt deutlich was. Ja. Also ich glaube, eine Kiste umfasst 150 Schuss, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, man spart sich halt, oder 100 Schuss. Komm, immer eine Kiste auf. Dann wissen wir das auch für die Zukunft. Irgendwo haben wir hier noch bestimmt eine Kiste rumfliegen. Warte mal, Panzerbrechner haben wir keine mehr. Da können wir eine aufmachen. 100 Schuss. 100 Schuss sind in einer Kiste drin. Und das heißt letztendlich, wenn ihr die Kisten herstellt, spart ihr euch halt von den Geschossspitzen, Patronenhülsen schon 20 Stück. Und beim Schießpulver wird das ähnlich sein. Ne? Wenn man das jetzt hochrechnet, wir bräuchten 300. Bei 100 ist logisch, bei 100 Patronen. Da sparen wir 60 Schießpulver. Ganz guter Deal. So, die zweitstärkste Munition ist diese. Da bräuchten wir dann zwei Geschossspitzen. Eine Patronenhülse bleibt. Und letztendlich, wenn man sich das hochrechnet, sieht das so aus, dass wir auch doppelt so viele Geschossspitzen brauchen. Und die Panzerbrechende hat halt letztendlich einfach nur ein bisschen mehr Schießpulver. Was aber, wenn man eine intakte Mine hat, also wirklich, wenn man da mal sagt, gut, komm, eineinhalb Tage werde ich jetzt mal schauen, dass ich ein bisschen was abbaue, dann hat man das Zeug für Schießpulver auf jeden Fall sehr schnell zusammen. Und dementsprechend sollte man eher den Mangel haben, finde ich immer hier an Patronen oder also an den Geschossspitzen. Hier haben wir auf jeden Fall Schrotflinten-Munition. Warte mal, kann ich auch mal kurz gucken. Schrotflinten-Geschoss, da gibt es halt auch zwei Stück. Ne, nur eins tatsächlich, die normale und, beziehungsweise zwei normale und diese panzerbrechende. Die ist scheinbar auch ein bisschen teurer. Guck mal, du brauchst sogar Kunststoffteile. Ich weiß gar nicht. Wie heißt denn das normal? Schrotflintenpatronen hier. Ah ne, guck mal, da gibt es auch nochmal welche. Also wie gesagt, die habe ich noch nie wirklich hergestellt. Die gibt's aber. Ah doch, die gibt's. Dann gibt es auch wieder die hier. Die sind wahrscheinlich noch ein bisschen stärker mit Stahl. Entsprechend. Türöffnergeschoss heißen die hier. Müssen wir halt mal schauen. Aber wie gesagt, dazu werde ich eh nochmal ein Video bringen. Ich hoffe, es war jetzt ein bisschen, ja, ein bisschen was Neues gelernt. Ein bisschen Action gehabt. Die Folge ist jetzt auch ein bisschen kürzer. Ist dann nun mal so. Aber wie gesagt, wenn ich dann eh mal so ein Erklärvideo rausbringe, wird das auch wahrscheinlich ein bisschen länger sein. Aber gut, Freunde. In diesem Sinne, bleibt mir gesund. Seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt 7 Days to Die. Und bis dann.